Es sieht danach aus, Chat, als wenn VitaVelt überall in Deutschland verfügbar wird. In jedem Laden. Vielleicht. Alle wollen auf jeden Fall. Aber da, wir sind noch am Verhandeln. Es sieht, wir werden höchstwahrscheinlich, also nicht überall, aber die großen. Edeka, Rewe, Kaufland, dann ein paar Discounter und sogar hier bei, vielleicht auch in Tankstellen und irgendwie Spa oder so. Spa ist das größte in Österreich oder Schweiz, ne, Chat? Da soll es auch kommen. Und sogar bei Tankstellen. Und das wäre nice. Tankstellen wäre sehr krass auch. Sydney, okay, aber Sydney hat diesmal zuerst gelegt. Ja, aber wir sind international, das weiß auch jeder, ne? Ja, jetzt weiß es jeder. Sydney hat zuerst gelegt. Wir sind international. Wir werden höchstwahrscheinlich in ganz Deutschland verkaufen, Chat. In fast jedem Laden, wie es aussieht. Dann nimmt der Uwe nicht mal hier irgendwie einen Red Bull oder ein Bier? Nein, Uwe fährt in die Slowakei mit VitaVelt. Und nicht in 7 Stunden, sondern in 5. Ja, ne, also die ganzen großen Läden, also Rewe, Edeka, Kaufland, ein paar Discounter, Tankstellen wahrscheinlich, Spa, ne? Spa, in Österreich. In Österreich. Auch in der Schweiz, wir verkaufen auch in der Schweiz, aber da natürlich an weniger Standorten. Aber es also ist noch nicht alles zu 100% safe, wir sind da noch drin in den Verhandlungen, aber es sieht, alle wollen, alle baggern. Wir sind gerade so, die wollen, die sliden in die DMs mit, die wollen so auch, ne? Wir wollen auch, aber wir wollen nicht so wirken. Genau, ja. Wir wollen auch, aber wir wollen nicht so wirken, als wären wir billig. So kann man das ungefähr machen.